This broadcaster is now live on the Instagram app. Welcome to this amazing broadcast of Lukas Pünktlich Riga. I told you I'm going live. Oh mein Gott. Kann man jetzt mal rausmachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hab's gesagt, dann getan, guck, jetzt werden Träume wahr, rote Augen, schwarze Nacht, ey, alles ein Setup, ey, warum sind alle sad auf Instagram, ey, yo, why you sad, ach, Lukas, ach, Splashy, man, ich weiß, dass es ein Spaß war, why you sad, I don't know, why you so fly, I don't know, why you, oh, ich hab noch 3% Akku, ich hab noch 18% Akku, yeah. Angel is back. Angel is back. You're the angel. Oh mein Gott, ich habe auch einen Song von mir auf der Platte, der heißt Angel. Ich mach kurz mein Bro. Positive Vibes. What up? Bro. Do you hear me? Do you see? I see you, bro. But I don't hear you. I hear you. Hörst du mich, Bro? Ja, ich höre dich. Ja. Geht's dir gut, Bro? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Gut, Mann, Alter. Alle haben gerade geschrieben, diesen sad, Alter. Warum sind sie sad? Gibt's auf jeden Fall keinen Grund, sad zu sein. Always be happy und so. You know, good vibes only. Good vibes only. Ich seh dich voll. Bro, du hängst so krass gerade. Ja, ich gehe jetzt raus, glaube ich, weil es so hängt. Voll abfuck. Obwohl geht. Ja, aber ich call dich gleich mal, ja? Obwohl ich... Geht gerade fit, aber ja. Okay, Digga. Bist du auch bei der Tour dabei? Auf jeden Fall. Box auch dreimal schon vorbestellt. Ehrenmann. Tour-Tickets auch alle gekauft schon. Krass, soll ich dir alle kaufen, weil sonst ausverkauft bald. Bro, du bist gerade, okay. Du bist richtig am Hängen, aber ich hoffe, dass dir. Boah, die Tour wird überkrass. Okay, ja, lass nachher einfach reden. Ja, wir reden einfach nachher, okay? Okay, Bro, dein Leitung war richtig gut. Aber, Alter, er war Ehrenmann. Er hat Box vorbestellt, er kommt zur Tour. Ich hoffe, er kommt auch zur Tour. Es würde mich sehr freuen, wenn wir einfach diese Tour abreißen würden, wie noch nie zuvor. Beste Leitung, Digga. Früher hatte ich mal Bambusleitung, jetzt hast du Bambusleitung. Wisst ihr was, Leute? Wenn ich gerade so sehe, dass viele Leute von euch sad sind oder so, lasse ich euch eins sagen, okay? Das Leben ist nicht immer einfach. Das Leben ist nicht immer schön. Das Leben hat einfach Sachen vorbereitet, die einfach wirklich, wirklich scheiße sind. Man kann einfach sagen, es ist wirklich scheiße. Man denkt sich so, Alter, warum ich? Warum passiert das gerade mir? Und auch vor 2 Tagen hatte ich so eine Sache und dachte mir, warum ich? Warum passiert sowas immer mir? Das kann nicht sein. Warum muss das immer wieder auf mich zurückfallen? Aber wisst ihr, was ich sagen möchte, Leute? Und zwar, das ist zwar das eine, dass man, warte, dass man einen scheiß Tag hat. Okay. Aber das macht kein scheiß Leben. Wisst ihr, was ich meine? Ein scheiß Tag ist okay. Jeder darf einen scheiß Tag haben. Jeder darf mal einfach traurig sein. Jeder darf mal sad sein. Und auch mal, keine Ahnung, auf einmal die eine oder andere Träne vergießen. Das verstehe ich euch komplett. Aber versucht einfach zu denken, auch wenn ihr gerade richtig sad seid, dass das Leben so viel noch für euch vorbereitet hat, okay? Das Leben noch so viel für euch vorbereitet. Das wird noch so toll werden. Ihr werdet irgendwann einen Partner finden. Ihr werdet irgendwann Kinder bekommen. Ihr werdet irgendwann eine Familie gründen. Ihr werdet einen Job haben. Ihr werdet vom Job nach Hause kommen und dann hoffentlich euren Partner, euren Mann, eure Frau, whatever, in die Arme schließen und einfach eine Familie haben, wisst ihr? Und ihr werdet eure Kinder groß heranwachsen sehen. Ihr werdet selber Karriere machen. Vielleicht wird einer von euch einfach irgendwie in 3 Jahren Millionär oder Millionärin, weil einfach irgendwas Schönes passiert. Und jede Downphase hat einen Grund, wisst ihr? Egal,
egal was ist, jede Downphase hat immer einen Grund. Es geht down, damit es wieder abgehen kann. Wenn es einfach nur so gehen würde, es würde ja nie aufhören, aber es muss runtergehen, damit man wieder hochgeht. Wisst ihr, was ich meine? Ohne die Downphasen kann es keine Abphasen geben. Wenn ihr die Downphasen nicht hättet, könntet ihr die Abphasen nicht so schätzen, wie ihr die schätzen werdet. Wisst ihr, was ich meine? Und gestern und vorgestern war ich hier, ich habe wirklich einfach angefangen zu weinen, weil ich es einfach nicht mehr weiter wusste. Und ich weiß immer noch nicht weiter. Und ich könnte, wenn ich darüber nachdenken würde, würde ich wahrscheinlich wieder anfangen zu heulen, ja? Aber nicht, weil ich irgendwie Pussy bin oder sowas, sondern einfach, weil es menschlich ist, Gefühle zu zeigen. Wer keine Gefühle zeigt, der hat irgendwas falsch gemacht, glaube ich. Meiner Meinung nach. Und ich glaube, es ist gut, dass man Gefühle zeigt, dass man einfach auch wirklich für sich, dass der Körper und man selber merkt, ey, irgendwas stimmt gerade nicht. Denn nur dann kann man was ändern. Wenn man immer sagt, ja, ist alles gut, alles gut, alles gut, das kann man zwar machen. Und ich glaube auch daran, dass es gut ist, dass man sagt, es ist alles gut und es wird alles gut. Ja? Weil wenn man sich öfter sagt, es wird alles gut werden, wird es auch im Endeffekt wieder gut werden. Aber es ist trotzdem okay, dass dann einfach mal für eine halbe Stunde oder für 20 Minuten einfach mal kurz fucking traurig ist und wirklich auch mal fucking sad ist und allen schreit, Alter, mir geht's wirklich scheiße. Und das ist einfach auch gut. Und ihr könnt auch gerne solche Leute, ihr könnt auch gerne mal für eine halbe Stunde das Leben beleidigen. Beleidigt einfach, okay? Es ist okay. Ihr könnt einfach wirklich sagen, ey, es ist so kacke, Mann, ey, warum immer mehr? Das ist doch scheiße, unfair. Macht's einfach, damit diese Aggression rausgeht und damit da wieder Platz ist für gute Sachen. So, ist nur, weil wir gerade darüber reden, dass das Leben nicht immer fair ist. Und es ist auch okay so. Und das ist zwar auch richtig scheiße so, aber wie gesagt, wenn man Downfalls nicht hat, kann man nicht uprisen. Und wir wollen alle zusammen wieder uprisen, oder? Wir wollen alle zusammen wieder hier als Team, als Family wieder nach oben gehen. Wisst ihr? Und kommt, wenn ihr gerade sad seid, dann geht einfach, wenn ich deinen Stream ausmache, legt hin, oder macht jetzt gerade, wenn ihr gerade sad seid, packt das Handy gerade zur Seite und sagt einfach mal Scheiße. Einfach Scheiße gerade, okay? Einfach verdammt nochmal Scheiße. Es ist kacke, wie es gerade ist. Das Leben will mich gerade wirklich am Arsch lecken und da reinpieksen. Aber ich ziehe den Finger wieder raus und mach weiter. Weil ich bin, man sagt euren Namen, weil ich bin Lukas und ich kann das schaffen. Ich kann das schaffen, diese Sachen zu überwinden. Und ich kann wieder hochgehen. Okay? Also zieht euren Finger wieder raus. Den Finger vom Leben. Vom blöden Leben. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich muss gerade irgendwie einen Vergleich finden. Aber macht euch einen Tee danach. Also sagt einfach einmal, wie scheiße es gerade ist. Wenn es gerade euch für scheiße ist. Und dann macht euch einen Tee. Ruft eure Freundin an. Oder guckt Netflix und sagt einfach, aber morgen ist ein neuer Tag, morgen beginne ich wieder von vorne und von morgen an wird es wieder besser werden. Dann macht ihr diesen Move hier und dann sehen wir uns bald auch wieder bei der Tour, zum Beispiel. Oder morgen zum Beispiel. Allein morgen sehe ich schon wieder voll viele von euch. Und wenn wir bei der Tour sind, werde ich auf der Bühne genauso eine Speech halten. Das ist eine richtig coole Sache, das werde ich jetzt durchziehen. Ich werde euch über Tour nochmal erzählen in live, wenn ich vor euch stehe. Weil ich euch sagen, wie wichtig es ist einfach, dass ihr an eure Träume glaubt und nicht aufgeht. Und ob das Leben auch mal scheiße sein kann. Es kann scheiße sein und es wird immer mal wieder scheiße sein. Und auch gerade, es ist schwer, das auszudrücken, was bei mir gerade abgeht, weil es so viele Sachen sind. Aber es ist wirklich, kann ich sagen, es ist gerade nicht die leichteste Zeit in meinem Leben. Es gab noch schlimmere Sachen, aber es ist gerade nicht das Beste. Aber ich möchte es schaffen. Ich möchte meine Familie stolz machen. Ich möchte meine Schwester, meine Eltern stolz machen. Ich möchte auch Carsten stolz machen. Ich möchte Pascal stolz machen. Meine Freunde stolz machen. Und wenn wir zusammenhalten, können wir das schaffen. Und wenn ihr mit mir zusammenhaltet, dann können wir es wieder schaffen. Wisst ihr? Und ich weiß, dass ich euren Support zählen kann, dass ihr, ich sehe krass, wie viel aktiver ihr gerade werdet. Das ist einfach
so uplifting für mich. Es ist einfach so, so, so toll zu sehen, dass ihr wieder so aktiv seid, dass ihr in den Gruppen schreibt, dass ihr irgendwelche neuen Fanpages macht, dass ihr neue Edits postet, euch krass für mir für die Edits gebt. Und wirklich, sage ich eins, Leute, es bedeutet mir die Welt. Es bedeutet mir wirklich die Welt. Wenn ich nachts in meinem Bett sitze und einfach immer weiter weiß, dann gehe ich auf Instagram und gucke einfach eure Sachen an. Gehe auf Chats und ich bin mir sicher, ich habe schon mit euch geschrieben, als es mir nicht gut ging. Als mir wirklich nicht gut ging. Und das wusstet ihr vielleicht gar nicht, weil ich euch zeigen möchte, dass man immer happy sein soll. Das ist auch gut so. Aber ihr wisst, ohne zu wissen, habt ihr mir krass geholfen, ein Tickchen glücklicher zu sein. So, Word of the Friday Night. Oder Sunday Morning, oder wie auch immer ihr es nehmen sollt. Oh. Leute, ihr macht mich aber fertig. Wir lieben dich. Ich liebe dich. Ich liebe euch auch, Rigas Club. Ich liebe jeden einzelnen von euch. So krass dolle. You don't even know. Und ihr werdet so krass viel erleben noch in der nächsten Zeit. Ihr wisst, ganz kurz mal, diese drei Buchstaben, diese drei Ziffern, Zahlen, glaubt mir, das wird ganz viel verändern. Glaubt mir es. Nicht ohne Grund hat jeder dieses T-Shirt, der zu mir gehört. Nicht ohne Grund sind das diese Zahlen. Drei, vier meine ich. Sorry. Diese vier Ziffern, diese vier Zahlen haben Bedeutung. Ja, okay. Ich habe gerade an die drei gedacht, deswegen drei. Okay. Was die Zahlen bedeuten, ihr werdet es auch früh genug wissen. Ayman Bergil. Ayman. Sternschnuppe. Ich weiß, was ist Sternschnuppe auf Englisch? We're about to rise. Together. Okay? Und ihr seid ein großer, 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 großer Teil davon. Wenn nicht sogar der größte Teil. Denn mit euch steht und fällt alles. Ihr seid diejenigen, die mich zu dem machen, was ich bin. Ihr seid diejenigen, die mich meinen Traum leben lassen. Und wenn ich dann, ich weiß nicht, zu welcher Stadt ihr kommt, aber wenn ich in Rostock stehe, in Mannheim stehe, in Magdeburg stehe, ich werde euch genau das sagen, was ich jetzt gerade sage. Und zwar, dass ihr der Grund seid, warum ich hier bin. Und ohne euch hätte ich es niemals geschafft. Ohne euch hätte ich es niemals, niemals, niemals geschafft. Butterfly Riga, I love you. Hör auf, süß zu sein. Ihr seid auch süß. Ihr seid sogar süßer als ich. Ich bin auch süß, aber nein, Spaß. Ach Leute. Die Tour wird so lit. Ja, wird sie auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird die lit. Leute, ich glaube, ich gehe jetzt gleich schlafen. Ich glaube, ich gehe jetzt, ich gucke mir noch einen Film an und nehme mein Schlaf hier ein. Ich muss morgen um 9 Uhr aufstehen, es ist in 8 Stunden fast. Und möchte morgen ausgeschlafen sein, möchte morgen fit sein für diese tolle Session, für diese tollen, also wirklich. Und wisst ihr, was ihr machen könnt? Okay,
Jeder, der jetzt gerade im Stream ist, bitte, geht mal auf den Account von Carsten. Okay? Geht mal auf den Account von Carsten. Und kommentiert mal bei ihm: Danke für alles, Strich L. Für Lukas sozusagen. Here we go. You better talk English. Where you from? I'm just saying that believe in your dreams and never give up. Even if life is fucking shit sometimes, all right? We all know that and we all hate these moments. And you can say, fuck your life. You can be angry and you can smash out all these fucking words. But at the end of the day, or after these 20 minutes of being angry and being sad, remember that people love you and people appreciate you. And there's so many things about to come. And you gotta walk through the valley to rise to the mountaintop. You know what I mean? Also, ich hoffe, ich komme jetzt alle gerade bei, fleißig bei Carsten. Oh mein Gott, einfach gerade 100 Kommentare. Nee, ist ja noch gesperrt wirst. Also ich würde einfach voll auf TikTok gesperrt, ja? Nur mal so, by the way. Warum auch immer. Wegen meinen positiven Worten oder was? Einfach krass. Kommt ihr bitte alle bei Carsten. Danke, Carsten, für alles. Danke für alles, L. Guck mal, das ist so krass. Das ist eine Family, Leute. Das ist eine Family. Das sind wir. Das seid ihr. Das sind wir und ihr. Familie nennt man das. Familie nennt man das einfach. Einfach mal 200 Kommentare. Familie nennt man das einfach. Dass fast jeder hier gerade im Stream kurz aufgegangen ist, zu Carstens Account gegangen ist und einfach kommentiert hat, danke für alles, L. Einfach krass, einfach krass. I don't know how to say it. This is family. For all of you not talking German, this is family. This means family. They're all saying thank you, Carsten. Because he is helping me so much right now. Und auch wenn Carsten und ich haben auch unsere Probleme und streiten uns manchmal. Aber wichtig ist, dass wir am Ende zusammenhalten, dass wir am Ende ein Team sind und dass wir am Ende die gleiche Vision haben. Und diese Vision ist, dass einfach ein Junge aus einem Dorf aus Hannover seinen Traum leben möchte. Und ich danke auch wirklich jedem von meinen Freunden, die mich so krass supporten. Wirklich danke an Luis, danke an Daniel, danke an Eamon. Ich weiß, viele von euch haben auch so eine Vorgeschichte mit Eimern und haben ihn irgendwie falsch kennengelernt. Aber wirklich, dieser Junge ist einfach so eine Bereicherung für mein Leben, weil es einfach mit ihm rede ich einfach über meine Probleme wie mit niemand anderem. Er hört mir einfach zu und er versucht mich aufzubauen. Er pusht mich einfach jeden Tag weiterzumachen. Jeden einzelnen Tag, wisst ihr? Und der Junge einfach mehr verdient, als er gerade hat. Ohne Witz, Mann. Ohne Witz. Er hat diesen ganzen Hate damals nie verdient. Niemals. Und er weiß selber, er hat wirklich auch Scheiße gemacht. Er weiß es selber. 100%. Also ich weiß, was er weiß. Aber no joke. Ihr wisst gar nicht, wie viel
wir uns gegenseitig so aufbauen, wisst ihr? Krass. Auch zum Beispiel Pascal. Wie Pascal einfach zu mir hält und wie Pascal wirklich für mich seit 2 Jahren. Ich würde niemals mein Security wechseln. Niemals. Niemals. Weil Pascal derjenige ist, dem ich vertraue. Zu 1.000.000%. Pascal hat eine Karte von meinem Konto. Er könnte sich jederzeit das ganze Konto leerräumen. Jederzeit. Er könnte jetzt nach Hamburg zu der Bank gehen, er hat meinen Code, er hat meinen PIN, er könnte alles leeren. Aber er macht's nicht. Weil er mein Freund ist. Weil er mein Freund ist und ich ihm vertraue und wir zusammen das durchziehen. Wir sind ein Team. Carsten, Luis, Pascal, Ayman, meine Familie, wir sind alle ein Team. Wir wollen alle, dass wir zusammen groß werden. Wir wollen alle, dass wir zusammen was erschaffen. Hat das geblitzt draußen, by the way? Oh, ich hasse Gewitter, ja, alleine. No joke, Alter. Und auch Carsten, Alter. Ich weiß, Carsten und ich, wir schreiben so auch mal, keine Ahnung, einmal die Woche wegen irgendeiner Müllsache. Ja, weil wir einfach, weil er ist einfach fucking 20 Jahre älter als ich. Und es ist doch vollkommen normal, dass man sich auch mit seinen Eltern streitet. Ey, die sind andere Generation. Aber wisst ihr, was richtig wichtig ist? Wenn man dann merkt, trotzdem, egal wie scheiße es war, egal wie dumm man sich geschritten hat, dass man trotzdem dann am Ende sagt, okay, Carsten wird morgen hier sein, um 10 Uhr oder was, und mich abholen, wir werden zusammen dahin fahren, wir sind immer noch ein Team, weil wir uns wieder vertragen können und wir zusammen diesen Weg gehen. Ich wünschte, Carsten würde das gerade sehen hier. Ich weiß nicht, wie es er sehen wird, aber er wird morgen die Kommentare sehen, er wird wissen, oder er wird merken, dass da irgendwas war. Und ich würde am liebsten über jeden was erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, das anzuhören. Ich habe jetzt über einmal was erzählt. Ich würde über Daniel zum Beispiel. Daniel, wir kennen uns jetzt ein Jahr oder so, aber wie sehr mir dieser Junge auch ans Herz gewachsen ist. Einfach. Das ist einfach krass. Einfach, er steht einfach mit mir. Um 4 Uhr nachts auf. Um 4 Uhr nachts. Steht dieser Junge mit mir auf und wir gehen zusammen zu JamFM. Was für ein Freund ist das bitte? Das ist das Krasseste einfach. Er steht einfach mit mir auf, um mit mir dahin zu gehen, weil er weiß, ich würde es alleine machen, aber er weiß, wie krass viel mir das bedeutet, wenn jemand mit mir zusammen Sachen macht, wenn man zusammen dahin geht. Und dann hat der Junge 2 Stunden geschlafen, genauso wie ich. Und geht einfach mit mir zu der Show. Einfach, ihr wisst ja eigentlich, wie groß diese Liebe auch mit diesem Jungen ist. Einfach so, es ist ja, also, no homo, so, ja? Aber es ist einfach eine andere Art von Liebe, die man zu diesen Personen hat. Die habe ich auch, die habe ich zu Pascal. Pascal ist um 4 Uhr nachts einfach mit meinem Indias gekommen, was ich vergessen habe, und hat einfach gar nicht geschlafen. Nur damit ich, Vollidiot, weil ich vergessen habe, ich auf ein verpeilter Lappen bin, habe ich sie vergessen und er bringt sie mir trotzdem, weil er weiß, ich kann auf ihn zählen, er kann auf mich zählen. Und wenn Pascal schlecht geht, ich würde alles dafür geben, in dieser Sekunde nach Hamburg zu fahren und ihm zu zeigen, dass ich für ihn da bin. Und wenn er mich braucht und er mich anrufen würde und sagt, Lukas, kannst du bitte jetzt kommen? Ich würde jetzt hinfahren, nicht schlafen und morgen trotzdem diese Show spielen. Krass. Dieses Team ist das beste Team, was ich mir je vorstellen könnte. Luis zum Beispiel auch. Luis, auch so ein krass talentierter Junge. Einfach wie viel Passion er diese Kamerasachen macht und Filmsachen macht. Und es ist hier in Berlin und wir treffen uns auch regelmäßig und wie sehr Luis, ja, mir geholfen hat und für mich da war, als niemand für mich da war. Als alle weggegangen sind, ja, war er für mich da und er war fast jeden Tag bei mir. Wir haben zusammen nach zurückgestanden. Er hat mir gezeigt, was Freundschaft bedeutet. Er hat mir wirklich gezeigt, was Freundschaft bedeutet. Nachdem mich alle meine Freunde verlassen haben,
Ja, wo ich dachte, das sind beste Freunde, wo ich dachte, das sind echte Freunde. Hat Luis mir gezeigt, was Freundschaft heißt, dass man zu einem hält. Egal, was passiert, auch wenn alle gegen einen sind. Auch wenn alle gegen einen sind. Dass man zusammenhält und nichts davon abschweift. Egal, was andere sagen. Er weiß, er vertraut mir und ich vertraue ihm. No joke. Die können sich alle mal, wirklich, alle diese Leute Fingerscheiben davon abschneiden, was Luis für mich gemacht hat. Wirklich, ohne Witz, ich hätte am liebsten, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich auf alle verzichtet. Ohne Witz, weil ich weiß genau, wer die Echten sind und wer nicht die Echten sind. Das ist einfach krass. Und man braucht nur eine Hand, man braucht wirklich eine Handvoll Leute. Mein Papa meinte mal zu mir, man braucht nur, also die echten Freunde kann man an einer Hand abzählen. Kann man auch. Luis, Daniel, Eimer, Pascal, Carsten. Also, ja. Doch. Ich habe es, glaube ich, niemand vergessen, der so close zu mir ist. Und jeder von denen gibt mir so viel. Luis war da, als niemand da war. Daniel, jemand, der wirklich immer zu mir kommt, auch wenn es richtig scheiß Umstände sind und sich jeden Tag den Arsch dafür aufreißt, dass er irgendwie zu mir kommen könnte. Eimann, mit dem ich Late-Night-Talks mache, bis um 5 in die Nacht hinein, und wenn ich sad bin, pusht er mich auf und sagt mir, Bro, keep going. We're about to start something right here. Carsten, der sich um alle Business-Sachen kümmert und trotzdem, obwohl ich auch ein schwieriger Mensch bin, mit dem man zusammenarbeitet, weil ich einfach 19 bin, auch meinen eigenen Kopf habe, trotzdem weitermacht und trotzdem versucht, das Beste für mich rauszuholen. Pascal, der auf mich immer aufpasst und der wirklich alles für mich tut. Ehrenmann, only a few people like you. Danke, Bro. Danke, Bro. Crazy einfach. Was für ein Real Talk. Aber einfach danke wirklich an jeden, der draußen, der mich supportet, an alle Fans und Familie. Und auch an meine Freunde da draußen. Ich danke euch. Sending Virtual Hug back. Es ist okay mit viel emotionalen Gelaber, aber ihr meint ja, ich kann auch immer zu euch kommen und euch wirklich alles sagen. Und manchmal muss man es einfach sagen, wisst ihr? Und ich hoffe einfach, dass alle diese Menschen auch das bekommen, was sie verdienen. Weil diese Menschen haben wirklich so viel verdient. So viel mehr Liebe verdient, so viel Sachen verdient einfach. So, ich habe 5% Akku, Leute. 5%. Ich bin Lukas, pünktlich, bester Ladetyp Riga. Und I'm gonna hug you all tomorrow, wenn wir uns sehen. I'm gonna hug you all on tour. Und ich werde nicht so eine lange Speech halten, aber ich werde euch immer erinnern, dass ihr auch an eure Träume festhaltet und dass ihr euch nicht runterkriegen lässt, okay? Ja, Leute, ich weiß, mein Akku ist abfuck. Ich weiß, ich bin doof. Aber ich gehe trotzdem live und ich gehe so lange live, bis das Ding hier crasht. Aber dann wollte ich, dass ich speichere, deswegen muss ich vorher aufhören. Aber einfach krass. Aber ich werde versuchen, guck mal, ich möchte mich auch verbessern, wisst ihr? Ich möchte dann morgen, wenn ich live gehe zum Beispiel, einfach live gehen und mit 50% live gehen. Wisst ihr, was ich meine? Einfach mich verbessern. Und wenn TikTok gesperrt wurde, weiß ich immer noch nicht, ja, Leute. Das weiß ich immer noch nicht. Kein Plan. Ey, krass. Vor einer Stunde hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt gerade noch live gehe und so einen krassen Monolog halte. Niemals.
Aber es ist doch geil. Das Leben ist einfach geil. Das Leben ist einfach ohne Witz, ist geil. Egal wie viel Scheiße passiert, es ist doch einfach so krass geil, dass ich einfach live bin und zu meiner Family, zu meinen Fans talke. Es ist krass einfach. Und dann einfach da draußen Leute, die mich supporten, die mich, kleinen Junge, ich habe einfach angefangen in meinem Zimmer, meine ganze fucking Schule war gegen mich. Die ganze fucking Schule hat mich ausgelacht. Ja? Und diesen ganzen Leuten, ihr zeigt mir und ihr zeigt denen, dass man was in einem Leben erreichen kann, dass man einfach sein Leben umdrehen kann. Man kann es, wenn man es wirklich will. Und ihr seid, ihr seid einfach die Besten, ihr seid einfach die Krassesten. Ohne Witz, Alter. Ich weiß nicht, was ich euch alles geben soll. Ich möchte euch die Welt geben. Ich möchte euch alles geben. Und wisst ihr was? Irgendwann. Ja, irgendwann. Wenn ich hoffentlich das erreichen, was ich erreichen möchte und wirklich noch mehr Leute meine Musik zeigen kann, noch mehr Leute meine Musik hören, irgendwie immer noch Welttournee gehe, ich werde euch nie vergessen, okay? Ich werde euch niemals vergessen. Gerade meinen deutschen Anhänger hier. Weil ich bin Deutscher und ich habe angefangen hier. Und egal, wie viel ich in Amerika bin oder sein werde, ich werde euch niemals vergessen. Remember my mark my words right now. Okay? Und ich werde euch ganz, ganz sicher in Zukunft, wenn ihr bei mir bleibt, ganz, ganz viele Geschenke machen. Ganz, ganz viele Geschenke machen. Weil ihr habt es einfach verdient. Ihr habt es einfach verdient. Ich supporte einen Jungen aus Hannover, aus einem kleinen Dorf in Hannover. Und ihr helft mir dabei, meinen Traum zu leben. Ihr kauft euer von eurem Taschengeld mein Album. Ihr kauft euch Tickets für die Tour. Ihr arbeitet dafür, ihr geht zur Schule dafür, ihr habt auch Taschengeld. Und das investiert in eine Karriere von einem Jungen wie mich. Wisst ihr, was das für mich bedeutet? Das ist alles für mich. Und ich finde, ich sollte das öfter sagen, dass es für mich wirklich viel bedeutet. Und ich hoffe, es nervt euch nicht, aber ich möchte einfach dafür Danke sagen. Weil, Leute, pack mal das ganze Geld zur Seite. Es ist komplett egal. Von einem Album bleibt für einen Künstler fast nicht über. So. Ob das 1.000 Leute kaufen oder 5.000 Leute kaufen, es macht im Endeffekt keinen großen Unterschied. Ja? Aber allein dieser Faktor, das ist dieses Denken, dass man wirklich seine Eltern fragt und sagt, kann ich diese 10 Euro? Es sind nur 10 Euro. Aber es sind 10 Euro. Dafür ein Album kauft und dafür mein Traum. Ihr baut, sagen wir, wir bauen ein Haus, ihr baut in diesen 10 Euro, baut ihr so einen Klotz und der nächste dann noch einen Klotz. Und Stück für Stück gehen so viele Klötze zusammen, dass irgendwann ein Haus ist. Und irgendwann sitzt ihr auf dem Haus drauf und dann kann ich anfangen, eine Villa zu bauen. Und ihr helft mir dabei, dass, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, ihr seid mein Fundament. So, wisst ihr, was ich meine? Das Haus soll kein Haus sein, das Haus soll meine Karriere darstellen. Ihr gebt mir die Kraft und, wie soll ich das erklären? Ihr gebt mir das Fundament. Ohne euch, wenn einer davon das wegziehen würde, so, würde alles zusammenfallen. Und ich bin auch schon gefallen in meiner Karriere. Ja, das weiß ich selber. Ich habe auch so viele dumme Sachen gemacht, weil ich einfach jung bin und auf einmal dachte ich mir, ich muss Himmelbilder posten oder was auch immer da gemacht habe. Ja? Whatever. Egal. Wir haben es vergessen. Weil wir sind einfach eine Family und wir sind einfach ein Team und jeder von uns macht Fehler, jeder von uns macht auch mal irgendwie blöde Sachen. Ja? Ja, einfach, guck mal, gerade zum Beispiel, einfach krass, dass ihr einfach diese 10 Euro nicht für Starbucks ausgibt, sondern 10 Euro einfach für mich ausgibt. Das ist einfach krank. Das ist einfach, ihr geht es nicht für mich aus, ihr geht es für meine Karriere aus. Ihr geht es für meine Zukunft aus. Wisst ihr, was ich meine? Eigentlich seid ihr die Leute, die ihr entscheidet über mein Leben, theoretisch gesehen. Wenn ich euch nicht habe, bin ich nichts mehr. Und all die Leute da draußen, die sich
darauf ausruhen, eine Fanbase zu haben, ja? Und nicht solche Streams machen oder nicht solche Sachen den Leuten so erzählen und immer nur so posten, ja, ich liebe euch, bla bla. Das ist einfach. Ja, naja, jeder kann machen, was er möchte. Aber ich finde, dass man wissen muss, ohne euch würde ich niemals hier sein, wo ich bin. Und ohne die Fans, die ein Künstler hat, würde alles weggehen. Alles. Man muss wirklich dankbar dafür sein. Man muss eigentlich auf Knien gehen. Eigentlich muss ich so vor euch stehen. Ja? Und es ist mir auch gar kein bisschen peinlich, ja? Weil ich bin einfach ein normaler Junge, wie jeder andere auch. Ein nur eins, ich liebe euch. Ja? Ich bin einfach ein normaler Junge, wie jeder andere auch. Der einen Traum hat. Und jeder, der irgendwie mich arrogant findet oder sowas, wirklich, guckt euch bitte meine Lives an. Guckt euch bitte an, wie ich euch spreche. Ich werde mit euch niemals, niemals disrespektvoll umgehen oder sowas. Ich werde mit euch immer sprechen, egal wer zu mir kommt. Ich werde euch immer mit euch Fotos machen oder Umarmungsvideos machen oder so. Weil ohne euch könnte ich alles nicht machen. Und wisst ihr, wie doll es mich trifft, wenn Leute sagen, ich bin arrogant oder sowas? Es trifft mich krass, krass dolle. Weil ihr nicht wisst, wie ich bin. Weil ihr nicht wisst, wie Lukas Rieger ist. Ich habe von vornherein meiner Kindheit gelernt, wie man mit Menschen umgehen soll. Ich habe eine Schwester, die mir so viel gegeben hat, die mir so viel gezeigt hat, was es heißt zu leben, was es heißt hier zu sein, was es heißt, dass ich gerade mit euch sprechen kann, dass ich sprechen kann. Sprechen, Leute. Ich habe so viel lernen dürfen durch meine Schwester, wisst ihr? Und andere Menschen kennengelernt. Und ich muss einfach so dankbar sein. Ich bin einfach so krass dankbar, wenn ich merke, wenn ich sehe, Lukas, so bist du, oh, der fühlt sich, Gott, der ist so. Keep talking. Macht, was ihr wollt, aber bitte nicht das. Ihr könnt meine Musik nicht mögen, wenn ihr es nicht mögt. Alright, das ist Geschmackssache. Ihr könnt meinen Style nicht mögen, wenn ihr es nicht wollt. Geschmackssache. Ihr könnt meine Haare nicht mögen oder alles, aber bitte sagt nicht, dass ich arrogant bin. Weil das möchtest, das ist das Wenigste, also das ist Das letzte, was ich will. So. Genug geredet, Leute. Ich danke euch für alles und ich hoffe einfach, dass dieses Album Justice euch so krass gefällt wie kein anderes Album davor. Ich hoffe, dass ihr meine Entwicklung seht. Ich hoffe, dass ihr seht, was ich da für Gefühle eingepackt habe. Ich hoffe, dass ihr seht, was das für Texte sind. Die Lyrics sind anders. Anders gut. Und wartet darauf, bis der Song Justice kommt, ja? Und er wird kommen. Justice ist ein krass emotionaler Song. Wirklich, wirklich krass. Und ich hoffe, dass ihr einfach, weil ich weiß, dass ihr diesen Song so sehr teilen werdet, dass ihn hoffentlich alle Leute sehen, die es da draußen gibt. What's up, JJ? Also ich möchte mit diesem Song zeigen, dass egal, wie ungerecht das Leben ist, man darf nie seinen Schein verlieren, man darf nie seine Vision verlieren. Und das Leben wird einem gerecht werden, wenn man weiter daran glaubt. Okay? Am liebsten würde ich euch jetzt zeigen, ich kann es euch nicht zeigen. Ich würde am liebsten euch jetzt gerade zeigen. You're so funny, bro. My phone is about to die. Freaking phrase. I fuck up sometimes. Was ein Killer-Song. Wisst ihr, warum ich den geschrieben habe? Because I fuck up sometimes. Just like anybody else. Okay? Das heißt sowas wie, ich mache Fehler, ich mache Scheiße, aber das macht jeder. Jeder macht mal Fehler. Und das ist normal.
Oh mein Gott, einfach, wenn ich einfach, wo, wirklich, wenn ich, ich werde jetzt gleich den Stream ausmachen und mein Album hören. Und zum Beispiel einfach Ups and Times. Das ist einfach, ich dachte mir so, soll ich wirklich Fuck sagen? Aber wisst ihr was? Ja, weil es einfach so ist. Einfach Ups and Times. Aber just like any, die Textzeilen sind so, einfach Ups and Times, just like anybody else. Jeder macht mal Fehler, wisst ihr, das ist normal. So. Und allein wenn ich diesen Text schon höre und daran denke, bekomme ich krass Gänsehaut, weil ich einfach weiß, wie sehr mir dieser Song bedeutet, wie viel mir der Song bedeutet und einfach krank, einfach. Wirklich, wirklich krank. Ich werde es hören, ich werde es hören. Opa. Drei Prozent Akku. Und wisst ihr was? Auch wenn ihr kein Englisch versteht oder kein Englisch so gut könnt, ihr werdet es verstehen. Ihr werdet alles verstehen. Mal hier. Guck mal, was ich hier habe für euch. Das ganze Album. No joke. Wer es noch nicht hat, ich bitte euch, holt euch dieses Album. Supportet mich damit, supportet das Projekt damit. Holt es euch auf iTunes zum Beispiel, da kann man sich holen. Auf Google Play. Gebt einfach ein Lukas Rieger. Einfach eingeben Lukas Rieger. Und es ist ganz einfach. Einfach eingeben Lukas Rieger und euch dieses Album holen. Welches mein Favorite Song ist, krass zu sagen. Also ich liebe Never Call Me Back. Aber ich liebe auch Justice auf jeden Fall. Justice. Und I Fuck Up Sometimes ist auch krass. Wenn ich ich würde sagen, meine drei Lieblingssongs. Never Call Me Back. I Fuck Up Sometimes. Und Justice. Krass. Oh mein Gott, ich würde Annalise mir das ganze Album jetzt zeigen, Alter. Oh mein Gott. Wow, was war gerade, das war jetzt gerade nicht das, was ich sagen wollte eigentlich. Oh, oh, 2 Sekunden gehört. Oh, oh, oh. Okay, ich war so eine halbe Sekunde eigentlich. Oh mein Gott, einfach krank. Ich werde mir jetzt als Album nochmal vorbestellen. Einfach nochmal. Ich gehe jetzt ins Internet und hole mir einen iTunes-Gutschein. Ja? Ich hole mir jetzt einfach einen iTunes-Gutschein. So. Wie kann man sich iTunes Gutscheinkarte? Ja, ich werde es einfach jetzt gerade, ich werde es mir jetzt kaufen. No joke. 15 Euro Karte und es wird einfach jetzt gleich gekauft. Und ich hoffe einfach, dass. Ohne Witz. Wenn ihr es irgendwie nicht hinbekommt, diese 15 Euro Karte zu holen, zeigt euren Eltern den Stream.
Und am besten. Am besten hört ihr dieses Album am 17. mit euren Eltern an. Ja? Einfach, um mir zu zeigen, das ist Lukas Rieger. Das ist, was ich sagen wollte, mein Idol, mein Vorbild, mein Boyfriend. Und ist immer noch live. Ja, ich bin immer noch live. Wisst ihr, live ist einfach geil. Ich war live. Ich bin wieder so drin, wisst ihr? Ich brauche euch. Ohne euch kann ich gar nicht leben. Ich weiß nicht, was ich machen soll ohne euch. Ich hole mir jetzt gerade diesen Gutschein. Oh, geil. Passwort, Digga? Wo soll ich das Passwort denn jetzt wissen? Okay. Beste Leben, Leute. Ach, ist das geil gerade. Eine Eignungskarte holst du dir einfach im Supermarkt. Supermarkt oder einfach im Internet einfach eingeben, Eignungs Geschenkkarte zum Beispiel. So. Okay, ich bin drin. Upsala. So. Okay, I'm back. Ich habe jetzt 16,99 € drauf, werde mir jetzt das Album nochmal bestellen. Und ich danke an jeden, der es bestellt. Ich habe übrigens, by the way, gerade eine Möglichkeit gefunden, mein Handy aufzuladen. Und deswegen hat mein Handy 3% gerade und es lädt gerade auch nicht wirklich auf, aber es hält wenigstens den Akku. Wisst ihr, was ich meine? Für euch. Ach ja, Leute. Danke für alles, was ihr für mich tut. Ich werde mir jetzt mein Album anhören und ich werde einfach komplett darauf abgehen. Ich würde es euch so gern zeigen. Ich würde es euch so gern zeigen. Aber ich glaube, allein wenn ihr das jetzt hört. Ich glaube, ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Oder? Remember those late nights and drinking in the garden. Nein, ich habe mich nicht ausgelacht. Ich hab mich gefreut. Ich war unsicher, weißt du. Auf A. Nein, war nicht auf A. Mann, es geht nicht darum.
Ich rede gerade nicht. Ich bin gerade voll. Ja, ich muss. Ich glaube, ich höre jetzt einfach auf zu streamen, weil ich. Mann, mein Bock verbindet sich gerade nicht mehr mit dem Scheiß hier. Sorry. Nicht Scheiß. Du bist Bukur. Oh, Bukur heißt Schöne. Du bist auch schön. Bruder, verbinde. 100 Millibar Geld machen liegt in der DNA. Nein, nein, Son, auf gar keinen Fall. Nichts, nichts von dem. Ach, Leute. Leute. Don't bring up all these crazy things. Crazy, for real crazy, crazy. Wenn der Bock ist müde, ist schlaf. Also ich muss einmal jetzt noch hier. Ich muss den. Okay. Box. Bruder. What you doing? What you. Baby girl, what you doing? Why you wet? Ooh. Was passiert? X Gold Rieger. She was crazily out of my league. Warte, Sanai, Sahne. Hä? Jetzt bin ich gerade richtig confused. Ja, ich habe den Song für Sanai geschrieben. Wisst ihr, was ich meine? Den Song kann man auf ein Mädchen beziehen, aber den Song kann man aber auch auf eine Beziehung beziehen, die zwischen Freunden ist, wisst ihr? Und mir ging es einfach, die Grundaussage ging mir darum, dass man Leuten zeigt, dass man sich auseinanderlebt und irgendwie merkt, ey, niemand kennt mich eigentlich so gut wie dieser Mensch. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt verbinde dich mit der Box. Bruder. Son, hier brauche ich für dich geschrieben. Weißt du welchen? Never call me back. Because you never call me back. Nee, Spaß. Angel, if I was an angel, I would leave heaven just for you. Box, verbinde dich bitte mit dir, ich möchte mein Album hören. Bro! Ich heule jetzt gerade leicht, ne? Was ist denn los hier? Neustart. Nee. Ach Leute, ich liebe euch. Wisst ihr eigentlich, dass ich euch liebe? Jetzt wisst ihr es. Goodbye. Good night. Good night. Sleep well. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, sich das Album vorzubestellen. Es ist ein kleiner Schritt für euch, aber ein großer für Lukas Rieger. Das Feature mit den Lochis ist auch richtig, richtig cool geworden. Friendzone. Geiler Song. Auch richtig geiler Song. Wirklich, ihr werdet den Song feiern. I look good. I can set the wiki wiki in the hood. Wisst ihr? Wisst ihr eigentlich, also der Song Nobody Else Like You Do, kann man erzählen. Also ich habe da, wo ich herkomme, in meinem Dorf, hatte ich immer eine beste Freundin. Ja, und diese beste Freundin und ich waren wirklich immer richtig, richtig close zusammen. Und
Wir waren wirklich so wie, keine Ahnung, wir waren einfach richtig gut. Wir waren ja, im Kindergarten, dann verliebt, aber wir waren immer so cool, weißt du? Wir waren einfach immer richtig, richtig gut befreundet. Und ich habe einfach gemerkt, dass man sich voll auseinandergelebt hat in der aus meinem Dorf. Die kennt ihr gar nicht. Dass man sich voll auseinandergelebt hat und es einfach voll schade ist. Und ich weiß nicht, wie kommt ihr auf Molly? Auf what? Nein. Ich habe einen neuen Album bestellt und 8 davon werde ich auf Straße verschenken. Wow, wirklich? Amelie, das ist wirklich Ehrenfrau von dir. Und es sind eigentlich so zwei verschiedene Storys, die sich dann so gemischt haben, ein Song. Auf jeden Fall, ich muss ja mit der wieder reden. Ich habe lange nicht mehr mit dir geredet, aber ich glaube, das stimmt gar nicht. Wisst ihr, was krass ist? Oh mein Gott, habe ich ganz vergessen, euch zu erzählen. Also ich glaube, ich habe es ganz vergessen. Ich kam an in meinem Dorf und ich gehe sozusagen nach Hause. Und dieses Mädchen kommt mir einfach entgegen. Sie kommt mir einfach entgegen. Wow. Und es ist auch komplett cool. Wir sind einfach, wir waren nie irgendwie in Love oder so. Sie hat einen Freund und ist glücklich mit dem. Und ich will auch nie was von ihr wollen, weil wir einfach nur cool sind. So, ja? Wir sind einfach gut befreundet. Und man hat immer diese eine Person, die man einfach... Und dann war es so krass einfach. Es war schon krass, weil man so denkt, ich habe dich ewig nicht mehr gesehen. Und du warst... Weißt du, du bist jetzt nicht das... Also du warst sozusagen der ausschlaggebende Faktor für diesen, also für die Idee des Songs. Und zwar bist du, also im Endeffekt, ich singe, es ist eigentlich ein Liebessong, es ist kein Liebessong, in dem ich eigentlich über sie singe. Im Endeffekt hat es turns, also man schreibt einen Song und am Ende wird es dann irgendwie doch ein Liebessong so. Da habe ich noch andere Sachen reingebracht in diesen Song, dann so, die gar nicht mit ihr zu tun haben. Aber dieser Grundgedanke daran, dass sie mich eigentlich voll gut, krass gut kennt, ist halt einfach krass. Und niemand, also gefühlt kennt mich niemand so gut wie sie, weil sie hat mich groß, sehr, ich bin mit ihr groß geworden, ja. Das ist, okay, wenn diese Box sich verbindet, ich raste gleich aus, Alter. Ich raste gleich komplett aus. Heute. Du bist Essen? Das heißt Essen. Okay. Geht schlafen, Leute. Ich höre jetzt mein Album. Wie cool du bist. Ist ja cuter. Ey. Bis jetzt, aber Single zu sein ist eigentlich auch cool. Aber eine Freundin wäre schon schön. Any suggestions? Send me a DM. Wink, wink. Oh mein Gott, nach 200, how much your mother? Oder? If it's after 2 a.m., go to bed, kids. My grandma said.